Hallo liebe Messerfreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute schauen wir uns den Honey Badger Flipper ganz genau an. Eins der international beliebtesten EDC-Messer der letzten Jahre. Bislang war das Messer nicht bei uns zu bekommen, aber das ändert sich endlich ab dem zweiten Quartal und darüber freue ich mich riesig. Viele halten den Honey Badger Flipper für eins der besten Budget-Folder am Markt und ob hier etwas dran ist, das klären wir in diesem Video. Zusätzlich schauen wir uns die Honey Badger Story an, was hat es damit auf sich, machen einen kleinen Schneidtest und vieles mehr. Vielleicht habt ihr bereits auch schon das Unboxing zu dem Messer gesehen. Falls nicht, verlinke ich euch das auch nochmal unten in der Videobeschreibung und am oberen Bildschirmrand. Wenn ihr diesen noch jungen Kanal unterstützen wollt, freue ich mich über euer Abo, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und bevor wir jetzt starten und uns das Messer im Detail anschauen, habe ich noch ein paar Detailaufnahmen für euch vorbereitet, dass ihr schon mal einen Eindruck davon bekommt, wie das Messer aussieht. Jetzt habt ihr schon mal einen ersten Eindruck von dem Messer bekommen und bevor wir es uns jetzt ganz genau anschauen, dachte ich mir, dass sich bestimmt auch viele von euch die Frage stellen, was hat es eigentlich mit dieser Marke Honey Badger auf sich, wo kommt die her und warum haben wir da vorher nichts davon gehört. Und deswegen habe ich mal recherchiert und ein paar Informationen zusammengetragen, die stammen jetzt hauptsächlich von der Hauptseite von Honey Badger, von der südafrikanischen Seite und ich verlinke euch die unten in der Videobeschreibung. Also die Marke Honey Badger wurde im Jahr 2014 von einem Mark Acher gegründet. Dieser hat laut Webseite über 30 Jahre Erfahrung im Jagd- und Outdoor-Markt sowie eine lebenslange Leidenschaft für Messer. Und der hat dieses Messer für den südafrikanischen Markt entwickelt mit dem Ziel, ein qualitativ hochwertiges, praktisches und robustes Messer herzustellen, was sich die Zielgruppe dort auch leisten kann. Und das Ergebnis wurde 18 Monate später im April 2016 vorgestellt. Da waren die ersten Modelle dabei, unter anderem auch schon hier dieses Modell Flipper. Und seit diesem Zeitpunkt hat das Messer seinen Siegeszug über die Welt angetreten. Es ist mittlerweile in vielen Ländern verfügbar, allem voran den USA, Australien, Neuseeland und endlich auch bei uns ab diesem Jahr. Das war vorher praktisch nicht möglich, die Messer bei uns zu bekommen. Mittlerweile hat die Firma Honey Badger knapp 40 Modelle oder knapp 40 Modelle werden momentan auf der Vertriebsseite bei Böker angeboten. Und die Produktion dieser Messer, der Produktionsort, ist in China. Wie viele? Ich denke, das ist heutzutage nichts Schlechtes mehr. Ich denke, es gibt sehr, sehr viele hochwertige Messer aus China. Und deswegen bin ich da jetzt einfach unvoreingenommen, auch diesem Messer gegenüber. Wenn Sie jetzt noch manche fragen, Honey Badger, was ist das eigentlich und was ist das für ein komisches Tier hier drauf? Ich blende euch hier mal einen ein. Also so sehen die aus und Honey Badger, der Name, der macht noch mehr Sinn, wenn man sich bewusst macht, wo, was das eigentlich damit auf sich hat für das Tier. Und zwar heißt es zu Deutsch nichts anderes wie Honigdachs und es ist tatsächlich ein faszinierendes Tier. Es ist im Guinness-Buch der Rekorde als das furchtloseste Tier der Welt. Und das hat einfach den Grund, das kann man sich auch bei YouTube anschauen, da gibt es sehr amüsante Videos, also wie so ein kleiner Honigdachs gegen Löwen angeht, gegen alle möglichen Raubtiere, gegen Schlangen und es ist sehr faszinierend zu sehen. Häufig behauptet er wirklich da
setzt er sich da durch und behauptet sich da. Und das sind also ganz faszinierende Tiere. Und unter dem Aspekt, wenn man das auf das Messer überträgt, das furchtloseste Messer, ich denke, das ist eine ganz stimmige Bezeichnung, auch wenn man sich so das Design anguckt, das kann man hier und da, denke ich, auch wiedererkennen. So, genug gequatscht, endlich zum Messer. Genau, jetzt reden wir mal vor allem über das Messer. Im Lieferumfang ist auch noch ein Inbusschlüssel mit dabei, mit zwei Torx-Größen, die man eben braucht, und Scharfstellen, die man eben braucht, um das Messer zu zerlegen. Finde ich ganz schön, dass es dabei ist. Und ich zeige es euch erstmal ganz nah, beziehungsweise versuche mal ein bisschen ran zu zoomen. So, hier haben wir die schwarze Variante. Zu den Modellen erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Also es macht einen sehr guten Eindruck. Es hat natürlich die FRN-Griffschalen. Vielleicht noch voran, soll ich dazu sagen, das ist jetzt natürlich die Variante klein. Also dieses Messer gibt es in drei verschiedenen Größen. Die zeige ich euch gleich nochmal oder versuche einen Eindruck zu vermitteln, wie die Größenverhältnisse da sind. Ich habe jetzt allerdings nur das kleine bekommen und das sollte einfach bewusst sein, dass das jetzt nicht das einzige ist und dass die anderen da eben auch sehr interessant sind. Okay, reden wir zunächst mal über den Öffnungsmechanismus. Also was ganz spannend ist, dass wir hier eben ein günstiges Messer haben, das bei, sagen wir mal, hier haben wir jetzt die höherwertige Variante, aber die Einstiegsvariante von dem Messer, die ist tatsächlich, ich meine, so ab 35 Euro zu haben und es ist damit ein sehr, sehr günstiges Messer, was trotz dem günstigen Preis bereits mit einem Kugellager ausgestattet ist. Und das führt eben dazu, dass das Messer eine sehr angenehme Action hat, dass die Klinge sehr schön herausspringt und auch wirklich gut wieder einklappt. Also es ist wirklich schön locker. Ich denke, man sieht es jetzt von oben relativ schlecht, aber ich denke, ihr kriegt einen Eindruck davon, wie die Action ist. Dann haben wir zwei Möglichkeiten, das Messer zu öffnen. Das eine ist jetzt, was wir schon ein paar Mal gezeigt haben, der Taumenpin. Das andere ist der Flick, also wie ein Spidey-Flick kann man das öffnen, eben den Klingendurchbruch, durch die Daumenöffnung. Und das können wir natürlich zum einen mit dem Daumen aufmachen, aber eben auch mit dem Spidey-Flick, indem wir jetzt hier zum Beispiel mit dem Mittelfinger das von hinten aufschnappen. Ich muss das Messer jetzt nur festhalten, weil es eben sehr, sehr klein ist und dadurch wird es mir sonst aus der Hand fliegen. Also hier mit der Variante ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, das zu nutzen, mit dieser kleinen Variante. Aber es ist ein schönes System und wenn wir uns jetzt mal die Klinge genauer anschauen, diese Klinge gibt es in zwei Varianten, dem 8CR13 MUV und die Klinge, die wir hier haben, das ist D2 Stahl, also soweit ich weiß ein Werkzeugstahl, der allerdings noch hochwertiger ist, der überaus schnitthaltig ist, robust, aber trotzdem recht gut nachzuschärfen, also momentan ja sehr, sehr beliebter Stahl. Und die Klinge, also mir gefällt hier besonders an der Daumenöffnung, ich hoffe, man sieht es schön, dass gerade die Daumenöffnung, die hat hier eine umlaufende Phase.
Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also das macht einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Es ist eine Drop-Point-Klinge, die einen kompletten Flachschliff hat, also einen Full-Flat-Grind. Und mir gefällt sie wahnsinnig gut. Ich erzähle später noch kurz grob was über die Modelle. Wichtig nur an der Stelle, die D2-Variante, die hat leider nicht diesen Fingerchoil wie bei dem anderen Stahl und dadurch kann man sie eben nicht nach hier vorne greifen. Das ist wirklich sehr schade. Ich denke, der Stahl ist toll, aber gerade auch dieser Fingerchoil, also das ist hier richtig relativ groß mit einem wirklich starken Chimping, dass man das sehr schön hart vorgreifen kann. Und da habe ich in verschiedenen Videos gesehen, dass die sehr, sehr beliebt ist, dass das sehr beliebt ist, dieser Fingerchoil. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es bei der D2-Variante nicht angeboten wird. Dann haben wir auf der Klingenrückseite, also wir haben hier eine Klingenbreite von gut 3 mm. Wir haben hier ein starkes Chimping, was einen guten, also wirklich einen guten Grip für den Daumen ermöglicht. Und dieses Chimping, das setzt sich über die Griffe hier fort, dass ich also hier insgesamt ganz gutes Sicherheitsgefühl habe und dass man da wirklich schön mit Kraft rangehen kann und schnitzen kann. Und man sieht jetzt aber hier, das ist also diese Klinge, das ist jetzt quasi nicht ganz eben, sondern da ist hier so ein leichter Absatz zwischen Klinge und dem Griff eben. Genau, dass man wahrscheinlich hier vorne, dass der Griff geht hier leicht noch nach oben, hier so eine leichte Delle, dass man da wahrscheinlich nicht abrutscht, wenn man da kräftig arbeitet. Zusätzlich haben wir noch eben Chimping hier an dem Flipper und noch hier unten an dem Liner Lock und noch an den Griffschalen hier rum. Also dadurch hat man das Messer sehr, sehr sicher. Und was natürlich auch sehr ausschlaggebend ist oder ausschlaggebend ist fürs Design, das sind eben das Design der Griffschalen. Also wie gesagt, wir haben hier diese FRN-Griffschalen, also Fiber Reinforced Nylon, also faserverstärkten Kunststoff, aber durch diese Textur, diese Bienenwaben, die hier drauf sind, also es ist ja eben der Honigdachs, deswegen die Bienenwaben, also der liebt wohl Honig und geht da auch oder holt sich den auch unerschrocken. Diese Bienenwaben, die sorgen einfach dafür, dass man das Messer trotz dem, dass es der Kunststoff ein wenig rutschiger ist, sehr gut und sicher in der Hand hat. Dann haben die Griffschalen hier im hinteren Bereich ein Lanyard-Loch, hier hinten einen kurzen Backspacer, der geht jetzt nicht über die komplette Länge, also ansonsten haben wir hier keinen zwischendrin. Und wir haben einen Deep Carry Pocket Clip. Hier haben wir nochmal klein den Honigdachs, das Logo mit drauf. Und dieser Deep Carry Pocket Clip, der ist ja schön tief und den kann man offensichtlich auch noch die Seiten versetzen. Also hier hinten sieht man es ganz gut, denke ich. Ich hoffe, ich kriege es schön scharf. Dann kann man den auch auf die andere Seite setzen. Ich finde es eigentlich ganz schön gelöst, dass es hier jetzt kein Loch ist, sondern dass hier einfach ein Metallplättchen drin ist. Und dieses Metallplättchen, das kann man dann eben tauschen, auf die andere Seite machen. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Und hier sehen wir nochmal, also diese zwei Schrauben würde man dann lösen. Dann kann man diesen, vermutlich, ich habe es nicht probiert, aber dann kann man vermutlich diese Metallplatte rausziehen oder schieben und dann im Gegenzug den Deep Carry Pocket Clip umsetzen. Also ganz schön. Damit für Rechtshänder, also für mich passt es, aber eben auch für Linkshänder angenehm zu greifen. Möchte jetzt keinen großartigen Schneidtest machen, aber dass wir vielleicht mal zumindest sehen, in welchem Zustand die Klinge geliefert wird.
Ja, also es hat eine durchaus sehr schöne Schärfe, die Klinge. Muss eine leichte Schneidbewegung machen. Aber wie gesagt, ich habe überhaupt nichts damit gemacht. Also es ist eine schöne Schärfe, die hier im Lieferzustand kommt. Dann würde ich sagen, reden wir mal über die Modellübersicht und die Preise von dem Modell Flipper. Aktuell gibt es die Standardvariante mit dem 8CR13 MOV-Stahl in vier Farben. In Tan, das ist so eine Art Hellbraun, in Schwarz, in Moosgrün und in Blau. Und die gibt es in jeweils drei Größen, in Small wie hier, in Medium und in Large. Größenvergleich kommt dann noch ein bisschen später. Ein Teil gibt es mit der D2-Klinge, aber leider nur in den Farben Tan und Schwarz. Und die gibt es optional mit einem roten Backspacer. Hier haben wir jetzt den schwarzen. Die gibt es optional mit einem roten Backspacer. Und dann hat dieses Messermodell den Zusatz Burgundy oder die Bezeichnung. Die unverbindliche Preisempfehlung bei der Standardvariante fängt an bei 35,95 € und jeweils in 2-Euro-Schritten 37,95 € für die mittlere Variante und 39,95 € für die große Variante. Die D2-Variante ist so gut 20 € teurer, da kostet die kleine 57,95 €, mittlere 59,95 € und die große 64,95 €. Und hier wird mich insbesondere eure Meinung interessieren, ist dieser Preisunterschied gerechtfertigt für die D2-Variante? Lohnt sich das oder tut es auch der Standardstahl? Also das wäre ganz spannend und wie gesagt auch nochmal erwähnt, die D2-Variante, da ist dann auch noch die Klingenform bisschen unterschiedlich. Also hier haben wir nicht diesen Fingerjoil mit dem starken Chimping an der Klinge, dass man eben auch vorgreifen kann, sondern hier haben wir eben die Schneide durchgezogen. Genau, wie gesagt, hier sprechen wir von der unverbindlichen Preisempfehlung. Das heißt, es wird natürlich auch andere, nicht nur über Bögor vertrieben, sondern auch über andere Vertriebspartner. Und hier ist natürlich zu hoffen, dass der Preis vielleicht auch noch ein paar Euro runtergeht. Aber wir sprechen hier auf jeden Fall von einem sehr, sehr günstigen Einstiegssegment. Zusätzlich gibt es noch andere Varianten von Honey Badger Messern mit anderen Klingenformen. Beispielsweise sei da mal das Claw genannt, mit einer Art clownartigen Klinge. Aber über die möchte ich jetzt heute explizit mal nicht sprechen. Heute konzentrieren wir uns auf dieses Messer. Jawohl. Und dass ihr euch das auch mal vorstellen könnt, wie die kleine Variante jetzt eben aussieht, habe ich mal das Manly Wasp mit dabei. Also das ist ja schon auch nicht das größte Messer. Und da sehen wir jetzt, okay, das ist trotzdem schon noch ein gutes Stück. Ne? Genau. Also schon mal ein gutes Stück, trotzdem noch mal länger als die kleine Version von dem Honey Badger. Und ich denke auch, es ist jetzt wirklich was für Leute mit kleinen Händen. Also ich würde es jetzt für mich persönlich, mir ist es eigentlich zu klein. Also jetzt wenn man auch mal sieht, hier, also das ist, es geht gerade so, aber auch das ganze Handling, da kann man es, finde ich, nicht schön greifen in dieser Größe. Und ich denke, optimal wäre jetzt für meine Hände, und ich habe so Handschuhgröße 9, wäre wahrscheinlich die mittlere Variante Medium oder gar die große Variante. Und ich habe jetzt noch zusätzlich zwei Messer rausgesucht, die ungefähr, also ich habe leider nicht die anderen Modelle zur Verfügung, um euch die zu zeigen, aber auf der Seite ist eben angegeben, dass es drei verschiedene Größen gibt. Also hier haben wir eine Gesamtlänge von 166 mm. Dann habe ich hier eins rausgefunden. Die zweite Größe Medium wäre 185. Und ich habe gesucht, hab mich jetzt kein gängiges Messer gefunden mit dieser Größe. Nur eines, das ist jetzt schon eins, was mich schon lange begleitet, was ich schon seit meiner Kindheit habe. Eben ein Bundeswehrmesser, dass man sieht, das ist ein bisschen größer. Also das ist ein paar Millimeter größer als 18,5, aber geht sehr stark in die Richtung. Und die Large-Variante, da habe ich das Real Steel H6 mit den Grooveschalen. Hier sieht man, dann hat man schon mal einen ganz guten Eindruck. Und wie diese drei Größen, Small, Medium und Large von Honey Badger,
eben dann ungefähr sind. Und das H6 würde ich jetzt mal im Vergleich nehmen. Also da habe ich wesentlich mehr Platz. Das ist auch was für mittlere, größere Hände. Und ich denke, das wird wahrscheinlich für die meisten interessant sein, wenn man eher so kleine Hände hat. Also ich schwank tatsächlich. Für mich wird wahrscheinlich auch die mittlere Variante noch gehen. Und ich denke, ich werde mir die auch mal mit anschauen. Gut, dann so viel zum Größenvergleich. So, jetzt würde ich sagen, haben wir über sehr viele Details von dem Messer gesprochen. Damit kommen wir zum Fazit und vor allem zu der Frage, ist es wirklich der beste Budget-Flipper, der momentan verfügbar ist? Und dann würde ich mal sagen, sprechen wir darüber, was mir nicht so gut gefällt oder was ich mir noch wünschen würde. Das ist recht wenig. Nämlich zum einen würde ich mir wünschen, dass es noch ein alternatives Griffmaterial gibt. Ich denke, das ist schwierig aufgrund dieses Bienenwaben-Patterns, was hier drauf ist, aber trotzdem wäre es einfach schön, wenn man noch eine höherwertige Variante hätte. Zum anderen ist mir einfach dieses Modell, und es ist jetzt kein wirklicher Kritikpunkt, aber diese Größe, die ist mir einfach ein wenig zu klein und ich würde eher auf so Leute mit meiner Handgröße eher die mittlere Variante oder die große Variante empfehlen. Was mir richtig gut gefällt an dem Messer, das ist das tolle Design. Also ich finde es durchaus stimmig, dieses Zusammenspiel von Griffschalen und Klinge. Aber die Klinge, die ist für mich wirklich sehr, sehr schön geschnitten. Also insbesondere gefällt mir dieses eingelaserte Logo und dieser tolle Daumendurchbruch mit der umlaufenden Phase. Also das ist sehr, sehr schön, fühlt sich sehr, sehr gut an. Dann haben wir ja darüber gesprochen, dass die Action sehr gut ist, also durch das Kugellager haben wir hier eine sehr gute Aktion und das ist auch sehr, sehr schön und das lädt auf jeden Fall zum Spielen mit dem Messer ein. So viel ist schon mal sicher. Die Qualität macht einen durchweg guten Eindruck. Es ist eine saubere Verarbeitung. Wir haben einen schönen, mittigen Klingenstand, dass man es nochmal kurz sieht. Und in Südafrika gibt der Hersteller auf dieses Messer 10 Jahre Garantie. Das bringt uns jetzt beim Kauf in Deutschland natürlich nicht viel, aber spricht schon mal für die Qualität. Und ich denke, das liegt nahe, dass man auch lange Freude an diesem Messer hat. Zu der Frage, ist es wirklich der beste Budget-Flipper am Markt, würde ich sagen, ja, es ist ein sehr, sehr interessantes Modell für das niedrige Preissegment, für den Einstiegsbereich. Man muss aber auch sagen, mittlerweile gibt es sehr, sehr viele hochwertige Messer. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel an CVV denke, wenn ich an CRKT denke, wenn ich noch vielleicht noch günstiger an Budget-Messer denke, wie Ganso-Messer aus China, die machen natürlich auch sehr viel Spaß. Da kriegt man auch viel Messer fürs Geld. Dann würde ich sagen, das Messer ist auf jeden Fall vorne mit dabei. Bezugsquellen packe ich euch ein paar mit unten in die Videobeschreibung rein. Und zunächst habe ich es jetzt bei Böker gefunden, aber mal sehen, wenn ich noch weitere finde, dann werde ich die für euch noch ergänzen. Dann herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!